Hi, willkommen zum Montag-Podcast Sexuelle Mündigkeit. Heute mit einem für den einen spannenden Thema, für den anderen langweiliges Thema und für den dritten vielleicht auch ein Aha-Thema zum Thema Keuschhaltung. Das schönste Dessous des Mannes, finde ich. Ganz persönlich. Also, Keuschhaltung bedeutet erstmal per se, dass der Penis in irgendeiner Form verschlossen wird. Also das gibt es auch für die Vagina. Da sieht es anders aus. Heute geht es um Keuschhaltung beim Mann. Die kommt, glaube ich, häufiger vor als bei der Frau. Aber natürlich gibt es auch Keuschheitsgürtel für die Frau. Also auch die Frauen können einfach mal googeln, Keuschhaltung Frau. Dann gibt es andere Sachen zu sehen, die habe ich nicht da als bei Männern. Das ist ein sogenannter Peniskäfig. Der wird eingesetzt zur Keuschhaltung. Also bestehend aus A-Ring und aus der dazugehörigen Pin, also dem vorderen Teil. Das ist der hintere Teil. Und dann wird er zusammengesetzt, weil der wird hier, ist quasi der Hoden. Der wird hinter den Hoden geführt. Also hier wäre jetzt quasi, wenn ihr es einführen würdet, da wäre der Penis durch. Hier würdet jetzt euer Hoden hängen, der muss hier durch. Und der Hoden hängt dann hier dazwischen. Deswegen gibt es hier diesen Platz und wird dann hier gehalten. Das zum ganz Praktischen. Also, Keuschhaltung. Das ist eins meiner Vorführexemplare. Und da gibt es noch ganz viele mehr in ganz unterschiedlichen Größen, Formen, Farben. Wenn ihr eine Neigung zur Sissifizierung habt, könnt ihr das auch natürlich in rosa mit Strasssternchen bekommen. Also, zur Sissifizierung mache ich aber noch einen eigenen Podcast, denn das ist eine eigene Geschichte, die nicht nur daran hängt, ob Keuschhaltung funktioniert. Keuschhaltung kann eine wunderbare Sache sein, euch neu zu entdecken. Und ich empfehle das tatsächlich nicht nur für Menschen, die fetischlastig sind oder da Freude dran haben an dem Spiel, sondern tatsächlich auch für normale Paare, also was heißt für normale Paare, aber für Paare, die ihre erotische Reise erweitern wollen und vielleicht noch ein bisschen Berührungsängste hatten oder gar nicht so sehr in die Subkultur des Kinky und des Fetisch und des Latex und abtauchen oder sich da drin wohlfühlen wollen, sondern auch zum Thema die Sexualität ein Stück weit neu zu entdecken, wenn ich nicht auf das Schema Erregung, Penetration, Ejakulation zurückgreifen möchte. Also wenn ich mal versuche, die Steckverbindung außen vor zu lassen und neue Sachen auszuprobieren. Das klappt mit der Keuschhaltung wunderbar, weil du ja durch den Verschluss des Penis nicht mehr auf die Penetration zurückgreifen kannst, dass der Penis in die weiblichen Geschlechtsteile, in die Vagina, in die Scheide, welches Wort ihr auch immer benutzen wollt, eindringt, sondern ihr auf andere Sachen zurückgeworfen seid. Das kann eine ganz spannende Reise sein und es gibt wie bei allem eine wahnsinnig große Bandbreite in der Preisstruktur. Also ihr könnt die schon günstig bei Amazon von Udemy käuflich erwerben. Ihr könnt aber, wenn ihr schon lange im Thema Keuschhaltung seid, euch auch ein Maß anfertigen lassen. Worauf ihr achten müsst, was es alles zu erfahren gibt, welche unterschiedlichen Formen von KGs es gibt und wo ihr auch zur Anprobe gehen könnt, wenn ich Zuschauer habe, die schon länger mit Keuschhaltung experimentieren und bisher immer auf die normalen Modelle zurückgegriffen haben, also auf die Modelle, die Einheitsgrößen dann haben und ihr jetzt an der Schwelle seid, zu überlegen, euch einen maßangefertigten zu holen, dann schaut im Shop vorbei das Video Keuschhaltung. Da erkläre ich nochmal, auf was ihr im ersten Teil gehe ich darauf ein, was ihr alles beachten solltet, also was die Unterschiede zwischen einem günstigen KG sind und einem teuren KG sind, bis zur Maßanfertigung, wo ihr die Adressen bezieht und es ist eine Handynummer mit im Video drin, wo ihr super gerne anrufen könnt und euch einen Termin machen könnt. Das ist wirklich, das ist ein Erlebnis, wo ihr die KGs anprobieren könnt, die maßgefertigt, also die maßangefertigt werden auf genau eure Größe. Genau darum geht es. Da könnt ihr auch dann wählen, wenn ihr noch eine Vorliebe habt, den rosa, pink, grün, blau, schwarz haben zu wollen, mit Namen, ohne Namen. Geht auf jeden Fall als Paar dahin. Wenn ihr als Paar experimentiert, wenn ihr einzeln experimentiert, könnt ihr natürlich auch einzeln hingehen. Aber das Erlebnis, also das ist wirklich, das,
ist ein absolutes Erlebnis. Das kriegst du im Leben nicht nochmal. Diese Form von Beratung und Fachwissen rund um das Anziehen eines KGs, also dass er dann einfach wirklich gut sitzt. Und Keuschhaltung kann wirklich viel Spaß machen. Sie kann aber auch eine große Frustrationstoller, also einen großen Frust aufbauen. Der schmale Grat in der Keuschhaltung liegt einfach darin, wenn die Männer keusch gehalten sind, können sie nicht auf ihren Penis zurückgreifen. Und das, was die Männer mir anvertraut haben im Laufe der Jahre, ist, dass natürlich ihre sexuelle Fantasie steigt, ihre Lust steigt und sie einfach hin und wieder das Bedürfnis haben und brauchen, von ihrer Partnerin beachtet zu werden, in Form von kleinen anstößigen Bemerkungen, in Form von schöner Kleidung, in Form von, dass es halt eine gemeinsame Sache ist, zu sagen, okay, wir haben beide Freude an der Keuschhaltung oder ich würde Keuschhaltung gerne mal ausprobieren und unterstützt du mich da? Wie brauche ich die Unterstützung? Ansonsten, wenn es einfach angezogen wird und vergessen wird im Alltag, führt das zu einer ganz großen Frustration und manchmal auch zu Diskussionen dann, weil einfach so ein Enttäuschungsfaktor mitkommt. Wenn ihr Keuschhaltung locker praktizieren wollt, also erstmal tiefenentspannt herangehen wollt, reduziert das auf eine kurze Zeit. Seht es als, also ich betrachte es immer ganz gerne, vergleiche es immer so ein KG ist einfach wie so ein schönes Dessous bei Frauen. Also natürlich haben wir Frauen, wenn wir in die erotische Abteilung gucken und die Unterwäsche sehen, von Dessous bis Kinky-Kleidung, ist es völlig egal, klappt wer. Dann können wir kilometerweit aus der Auswahl schöpfen. Jetzt versucht ein Mann Kinky-Kleidung, Klappwehr oder schöne Unterwäsche zu kaufen, dann kann der auf fast nichts gefühlt zurückgreifen. Und so ein KG ist für mich auch eine wirklich schöne Sache, am Mann zu sagen, hey, es ist wie ein Dessous-Stück. Und es kann tatsächlich nichts kaputt machen. Also der Penis ist ein Schwellkörper und den kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad auch quasi zusammenschieben. Deswegen gibt es auch so kleinere Modelle und es gibt sogar noch kleinere Modelle, die enden dann hier. Und die Menschen, die tragen, haben trotzdem einen ganz normalen Penis. Und in dem Moment, wo der abgenommen wird und das nicht über Wochen getragen wurde, dann dauert es einfach nur ein bisschen länger, aber es kommt auch alles wieder und das Blut wieder einschießt und die Erektion wieder gefordert und gefördert wird, kommt da alles wieder in die Einheit oder in die Form, Größe, Farbe, die es haben sollte. Manche Frauen gucken mich nämlich mit großen Augen an und denken, okay, kann er sich wehtun oder haben Berührungsängste damit, dem Mann den Gefallen zu tun und zu sagen, hey, ist okay, wir probieren das wenigstens mal aus. Also wenn alles in Ordnung ist in eurer Paarbeziehung, tut es ja nicht weh, gemeinsam Sachen auszuprobieren. Und ich habe der zum Beispiel, das ist jetzt der von Otimi, den habe ich für 27 Euro als Anschauungsmaterial bei Amazon bestellt. Also selbst wenn ihr dann keine große Freude daran habt und es einfach mal aus Spaß an der Freude ausprobieren wollt, finde ich, haben wir schon viel mehr Geld für andere Sachen ausgegeben, glaube ich, jeder von uns, wenn man mal ehrlich ist, als 27 Euro in ein schönes erotisches Spiel einzubauen. Also auch damit mal zu experimentieren und zu sagen, hey, was macht das eigentlich beim Mann? Was macht das bei der Frau? Was macht der Anblick? Wie geht's? Was macht das für Gefühle? Was macht das für. Also ich habe schon die unterschiedlichsten Menschen getroffen. Menschen, die das natürlich mögen, die sind total fasziniert und für die ist es überhaupt kein Problem, den Penis quasi nicht mehr berühren zu können, weil wenn du das drüber hast, ist nicht mehr viel. Dann kannst du hier punktuell den Penis noch berühren. Hier ist es für längs. Das sind halt alles unterschiedliche Sachen. Dann hast du halt hier noch die Chance, den zu berühren. Dann gibt es noch Modelle. Das ist Plastik, da ist er komplett eingepackt. Da hast du kaum noch eine Chance, den Penis zu berühren. Und das verändert natürlich auch ein bisschen was. Also das macht natürlich was mit dem Mann, zu sagen, okay, da ist jetzt was weggeschlossen. Und mit der Frau, glaube ich, macht es auch was zu sagen, hey, du bist jetzt im Cage. Also ich bin jetzt auf der Ebene, weil ich ja ein ganz
breites Spektrum von Menschen habe, die zuhören, von absolut finden wir total bescheuert, die aus Versehen hier reingeklickt haben, bis wir sind totale Fans und wir praktizieren das schon jahrelang. Und jetzt gerade auf den Blickpunkt und der dynamischen Ebene bin ich bei den Menschen zwischen, habe ich überhaupt kein Bedürfnis und keinen Drang danach, finde ich total bescheuert. Ich brauche die Leute nicht bekehren. Also mir geht es darum, die Menschen, die schon immer mal darüber nachgedacht haben, zu sagen, hey, den letzten Anstoß zu geben und zu sagen, hey, komm, komm, wir sind jetzt mutig, wir probieren das mal, wir googeln mal einen günstigen KG oder machen uns mal schlau, wie müssen wir halbwegs messen, um dass er passt und dann probieren wir es einfach aus. Und die Menschen, die schon an der Schwelle sind, zu sagen, hey, ich habe schon 2, 3, 4, 5, 6 KGs, die sind bisher eben Einheitsgröße gewesen, wir haben so viel Spaß daran gewonnen, die gehen den nächsten Schritt und sagen sich, okay, ich hole mir jetzt ein Maß angefertigt. Und dann könnt ihr den einfach bestellen bei den Firmen, die die Maß anfertigen. Oder wie gesagt, guckt vorbei oder gönnt euch dieses Highlight von Maß, also erstmal anzuziehen an Maßanfertigung. Was ich nämlich leider gar nicht da habe, ist, es gibt ja auch noch welche mit Dilatoren, also dass in die Harnröhre noch was eingeführt wird. Dann gibt es noch welche für PA. PA heißt Prinz Albert, also es gibt Männer, die einfach ein Piercing in der Eichel tragen. Die können natürlich auf die klassischen, das ist jetzt auch ein günstiges Modell, nicht zurückgreifen, weil die noch diesen Verschluss brauchen. Also die brauchen vorne noch, da ist dann nochmal so eine extra Halterung oder mit einbezogen, dass hier dann der PA durchgeführt wird. Oder ein Tube. Also es gibt wirklich mittlerweile eine bunte Vielfalt an verschiedenen Keuschheits Käfigen, Peniskäfigen, die ihr ausprobieren könnt. Und für die Hardcore-Menschen gibt es ja auch, also ich kenne nur einen Hersteller immer von der Messe, wo du wirklich noch so einen richtigen metallenen String, also es sieht für mich aus wie ein String, aber dann bist du voll verschlossen, da kommst du auch nicht ran, da kannst du dich nicht selber mehr anfassen. Muss man mögen, ist glaube ich eine Spezialsache. Die sind, wenn ich das immer richtig auf der Messe sehe, sowieso alle Maß angefertigt, weil die dürfen nicht drücken, nicht ziehen. Das ist ja wirklich dann komplett. Das sieht aus wie ein Slip aus Metall oder wie ein String aus Metall, nicht mal wie ein Slip, sondern und dann ist der komplett verschlossen. Also so wie ihr euch ein String vorstellt aus Metall, so wäre das dann voll verschlossen. Das hat aber dann weniger mit dem Peniskäfig zu tun. Die sehen so aus und das andere ist dann schon so ein Voll-KG, wenn ihr einfach die Lust habt, dass man gar nicht mehr rankommt. Ne? Das hat dann einfach zwei unterschiedliche Zwecke, finde ich. Ne? Es gibt Menschen, die Keuschhaltung schon eine Weile praktizieren und den Wunsch haben, wirklich gar nicht mehr dann die Chance zu haben, da irgendwie ranzukommen, weil es gibt auch Menschen, die Keuschhaltung betreiben, nur aus dem Spiel heraus, wie lange brauche ich, also wie ausbruchssicher sind manche KGs. Und dann hast du natürlich beim Voll-KG hast du keine Chance mehr. Bei denen hast du immer, also selbst bei den Maßangefertigten habe ich jetzt beim Lancelot entdeckt, dass der eine Sicherheitsvorrichtung hat, dass du auch ohne Schlüssel aufmachen kannst. Also da sind schon clevere Sachen auch mit hinterlegt. Und wen es natürlich mehr reizt, in der Keuschhaltung darauf zu spekulieren, ist es ausbruchssicher. Ich glaube, von den normalen hast du dann, außer wenn du noch einen Dilator nimmst, weil den kriegst du ja schlecht dann rausgefummelt, der geht ja dann in die in die Harnröhre rein, sind alle anderen wahrscheinlich nicht zu 100% ausbruchssicher. Für die Menschen, die Keuschhaltung betreiben, weil sie einfach ihre erotische Reise breiter ziehen wollen, zu sagen, hey, immer mal so ein bisschen Abstinenz leben, aber mit einem erotischen Kick, weil es natürlich was macht, wenn der Mann verschlossen ist und er nicht an seinen Penis einfach greifen kann. Also im Kinsey-Report schon ein paar Jahre her war deutlich eine Untersuchung, dass Männer fünfmal mehr an Sex denken als Frauen oder erotische Gedanken haben. Ja, also wenn ich dann noch den Penis des Mannes verschließe und er mit jedem Schritt, wenn er aufstehen würde, ja auch noch daran erinnert wird, dann hat das natürlich eine ganz andere erotische Wirkung.
Und wenn die sich dann noch so schön aufbaut und die Hoffnung da ist, das mit der Partnerin gemeinsam zu erleben, und dann vergisst sie es aus Alltagsstress, was völlig legitim ist, kann ich nachvollziehen, dann ist der Mann gefrustet, weil er denkt, okay, ich bin doch gerade verschlossen, ich kann da nicht ran und muss mit der Energie erstmal lernen, umzugehen. Also die Energie, die sonst über den Penis abfließt, durch Ejakulieren, durch Anfassen, durch Stimulieren, das ist natürlich erstmal nicht möglich. Und dessen dann auch sich bewusst zu sein und zu sagen, okay, wenn ich mich aufs Keuschhalten drauf einlasse, wie lange will ich es denn erstmal praktizieren? Ist es für uns ein Spaß? Ist es für uns, Freunde kommen vorbei, die wissen nicht Bescheid, aber das Paar weiß Bescheid, einer ist verschlossen. Dann geht es um 2, 3, 4 Stunden. Oder wollt ihr im Locktober teilnehmen und jetzt schon anfangen zu üben? Locktober ist für die Menschen, die Keuschhaltung betreiben, so ein feststehender Begriff, die sich dann wirklich zum 1. Oktober, in der Nacht zum 1. Oktober verschließen und möglichst durchhalten wollen bis zum 31. Oktober. Also da reden wir von 31 Tagen, durchgehend verschlossen zu sein. Das würde ich jetzt auch nicht raten, damit anzufangen und gleich hardcore auszuprobieren, was macht es mit mir, sondern ranzutasten. Also wirklich, wer vorhat, dieses Jahr im Oktober mit teilzunehmen, jetzt haben wir Januar, Ende Januar, der kann sich rantasten und sagen, okay, ich fange jetzt an. Erstmal gucke ich, welcher mir passt. Was will ich? Möchte ich Plastik? Möchte ich Edelstahl? Möchte ich Titan? Möchte ich Silikon? Ich habe nichts von Silikon da, weil es immer relativ geruchsanfällig ist und dieses weiche, nicht die gleiche, drückt natürlich dann nicht so sehr zusammen, wenn du eine Ejakulation, eine Erektion hast, als wenn du schön gegen diesen Ketten, beim Lancelot die Kettenglieder oder ansonsten eben diese Metallstreben oder im Plastik. Im Plastik kann es passieren, wenn eure Erektion stärker ist, die sind geklebt, da kann das schon mal bei dem Preis, was die kosten, auch in der Mitte auseinander gehen. Was ich aber alles für Beginner überhaupt nicht schlimm finde, weil kann auch spaßig sein. Also nehmt es auf die experimentelle, leichte Schiene zu sagen, hey, könnten wir ja mal ausprobieren, statt den fünften Dildo zu kaufen oder den vierten Womanizer. Und das könnte es ja auch möglich sein, mal was für den Mann zu kaufen. Der hat natürlich nicht so viel Auswahl. Und anale Stimulation mache ich extra in einem Podcast. Vielleicht packe ich den hier dran, das macht Sinn. Und bei Keuschhaltung, also liebe Frauen, lasst euch nicht erschrecken. Es kann dem Penis eures Mannes nichts passieren.